Atemschutzgeräte müssen noch im TLF 1625 verstaut werden. Denn schon in den nächsten Tagen soll das ausgemusterte, aber noch einsatzfähige Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Vechta in Richtung Ukraine rollen. Wir haben im August letzten Jahres ein neues Löschfahrzeug 20 bekommen, ein LF20. Und das Fahrzeug, was wir im Hintergrund sehen, war bis dato im Einsatz. Und von daher haben wir jetzt beabsichtigt, das Fahrzeug zu spenden. Dafür hat der Verwaltungsausschuss grünes Licht gegeben. Und nicht nur die Freiwillige Feuerwehr Vechta hat gespendet, auch die Feuerwehren aus Langförden, Goldenstedt, Damme und Dinklage haben zahlreiche Ausrüstungsgegenstände aus ihren Beständen beigesteuert, so zum Beispiel Schläuche, Schutzkleidung, Strahlrohre oder auch einen Entlüfter. Insgesamt dürfte der Wert von Fahrzeug und Material bei fast 40.000 Euro liegen. Also das ist ein TLF 1625 mit 9 Personen, können da drin Platz nehmen. Wir haben 2700 Liter Wasserinhalt, die Pumpe schafft 2000 Liter die Minute. Das Fahrzeug könnte man noch sehr gut verkaufen, es hat nur das Fahrzeug einen Restwert von mindestens 14.000 Euro. Und das hätte auch noch ein paar Jahre weiterfahren können und andere Feuerwehren hätten es vielleicht auch gerne erworben von uns. Auch Vechtas Bürgermeister Christian Kater zeigt sich begeistert von der Spendenbereitschaft. Also insbesondere als Bürgermeister bin ich dankbar, dass aus der Verwaltung und Feuerwehr so eine Eigeninitiative entstanden ist, dass die Solidarität nicht nur aufs Plakat geschrieben wird, sondern dass man sagt hat, was haben wir, was ist nutzbar, was ist brauchbar für die Ukraine und dass da die Initiative kam und dass am Ende auch der Verwaltungsausschuss mitbeschlossen hat, eben das Fahrzeug nicht in den Verkauf zu geben, sondern zu spenden. Und das ist, glaube ich, ein großer Beitrag, der am Ende Brände löschen wird, der am Ende auch dafür sorgen wird, dass wir einen großen Beitrag für den Zivilschutz in der Ukraine leisten. Sowohl das Fahrzeug als auch die Ausrüstung dürften vor Ort dringend benötigt werden, denn der russische Angriffskrieg hat auch das ukrainische Feuerwehrwesen hart getroffen. Es ist nötig, weil in dem Krieg in der Ukraine sind nicht nur militärische Fahrzeuge kaputt gegangen, sondern gerade die Zivilgesellschaft, die Brandschützer haben massive Verluste erlitten. Das heißt, nicht nur Feuerwehrkameraden, Kameraden sind zu Tode gekommen, auch zahlreiche Hunderte von Fahrzeugen sind kaputt gegangen, genauso Feuerwehrgerätehäuser. Und da wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass wir Solidarität mit der Ukraine zeigen. Bevor das Löschfahrzeug aber an seinen neuen Bestimmungsort gelangt, müssen die Kameraden in Vechta noch einmal Hand anlegen. Also wir haben ja schon Ausflugkennzeichen besorgt, wir haben eine Schenkungsurkunde erstellt und wir werden heute das Fahrzeug bestücken und morgen oder übermorgen wird es dann zur Feuerwehr Falkensee bei Berlin gebracht von uns. Und die Feuerwehr Falkensee wird das Fahrzeug dann an die polnisch-ukrainische Grenze bringen. Dort wird das Löschfahrzeug dann übernommen und über Lviv nach Dubivsti in den Südwesten der Ukraine überstellt.